Mein Name ist Viola Zwanzig, ich bin Gynäkologin hier am Lanzerhof auf Sylt. Meine Leidenschaft ist die ayurvedische, ganzheitliche Frauenmedizin und ich habe lange Erfahrungen mit Begleitung von Frauen mit und nach Brustkrebserkrankungen sammeln dürfen in meiner Facharztausbildung und möchte diese Expertise hier einbringen. Für uns hier am Lanzerhof spielt die Prävention eine ganz große Rolle und deshalb ist mein Appell auch an Sie, nehmen Sie die Vorsorge der Brust auch ernst. Und eine ganz einfache Methode, wie Sie auch dafür sorgen können, Ihre Brustgesundheit in den Vordergrund zu stellen, ist, dass Sie regelmäßig Ihre Brust abtasten. Das findet zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt. Einmal im Monat sollte es sein, bei Frauen, die ihre Periode noch haben, gerne in den ersten Tagen der Periode. Bei Frauen, die keine Periode haben, einfach einen Tag aussuchen und diesen zum Brustabtasttag auserkoren. Und dann nehmen Sie sich gerne auch Zeit. Das funktioniert nicht in 2 Minuten, da braucht es eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde. Sie stellen sich am besten vor Ihren Spiegel im Badezimmer und schauen sich erstmal Ihre beiden Brüste an. Wie sehen die aus? Gibt es irgendwelche Veränderungen? Fällt irgendwas an der Haut auf, was anders aussieht? Dann heben Sie auch gerne mal beide Arme hoch, gucken dort auch nochmal, wie die Brust aussieht, wie sie fällt. Und dann teilen Sie die Brust in 4 Quadranten ein. Das heißt, Sie machen quasi so ein Kreuz durch die Brust durch, gehen mit der flachen Hand jeden Quadranten durch, tasten erst oberflächlich ab und tasten dann auch die tieferen Hautschichten und Gewebeschichten ab. Machen Sie das von dem Schlüsselbein bis zur Unterbrustfalte und werden Sie nicht gleich nervös, wenn Sie irgendwas tasten sollten, was Sie komisch finden. Über 80% aller Befunde, die uns selber auffallen, sind erstmal gar nicht besorgniserregend. Wenn Sie etwas tasten, wenn etwas auffällig für Sie ist, kontaktieren Sie Ihren Frauenarzt und machen Sie einen Termin aus.